Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Ich habe doch noch nicht groß weitergespielt. Ich wollte ja eigentlich Ressourcen sammeln und auch die Truhen mal sortieren. Habe ich aber noch nicht gemacht. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe mich dazu entschieden, dass wir uns jetzt mal direkt auf den Weg zum Uralten machen. Damit wir hier storytechnisch mal ein bisschen weiterkommen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen so mit der Ausrüstung. Das werden wir sehen. Wenn wir sterben, dann ist es halt so. Das Einzige, was ich jetzt schnell in der Zwischenzeit gemacht habe, ist das, was ihr hier seht. Feuerpfeile und ein bisschen Ausrüstung bzw. Nahrungsmittel gebraten und eingesteckt, dass wir etwas ausgerüstet sind. Ich weiß nicht, welche Trophäe wir brauchen. Skelett nehme ich mal nicht an, weil das wäre diese komische Skelettfigur, Endboss-Dings da. Ich weiß nicht, ob wir Krautzwerge oder Wildschwein brauchen. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe jetzt einfach mal alles eingepackt. Ich hatte übrigens recht. Das Riesenvieh auf diesem Opferstein ist tatsächlich der Uralte. Ich hatte jetzt die ganze Zeit überlegt, woher ich es wusste. Und tatsächlich hat es mir ein YouTube-Thumbnail verraten gehabt. Es kam mir wieder. Ich schaue ja ab und zu auch mal andere Let's Plays und Tipps und Tricks zum Spiel. Ein bisschen informieren muss man sich ja doch. Ansonsten kommt man hier nicht weit. Und ja, deswegen, oh Gott, hatte ich es dann tatsächlich im Kopf, dass der Uralte dieser Riesentyp ist. So, wir haben keine Ausdauer. Komm schon. Ja, ausgeruht geht nicht mehr allzu lange. Ist ein bisschen doof, dass ich Eiktür jetzt eingesetzt habe. Das war mein Fehler. Ich wollte eigentlich nur schlafen gehen. Hab die falsche Taste gedrückt und die nächsten... Ach du Scheiße. Das ist doch schon wieder alles richtig Murks hier. Aber die sind ja mittlerweile tatsächlich One-Hit. Ja, es war ein bisschen problematisch mit dem Schlafengehen, weil das Feuer, was wir in unserer Hütte haben, ist ausgegangen durch den Regen und ohne Feuer können wir nicht schlafen und haben auch keinen Ausgeruht-Skill bekommen. Jetzt habe ich das alles so ein bisschen zugebaut und links daneben noch ein Feuer, einfach nur, dass wir eine Runde pennen können. Und ja, da habe ich aus Versehen die falsche Taste gedrückt und Eiktür aktiviert, aber ich möchte jetzt auch nicht noch 10 Minuten warten. Wäre zwar wahrscheinlich sinnvoller, aber okay. Ich habe nochmal geschaut und zwar, Honig gibt natürlich am meisten Heilkraft, das ist ganz klar. Die Pilze werden wir aber nicht mehr nutzen, weil die geben nur 15 Gesundheit und die Himbeeren nur 10. Dafür die gelben aber glatte 20, das heißt die gelben Pilze in Kombination mit gekochtem Fleisch, weil das gibt 40. 35 gibt nur das Nixenzeug. Plus noch der Honig ist halt eigentlich eine ziemlich geile Kombi. Hier vorne soll er gleich irgendwo sein. Wir warten mal noch eben, bis der eine Pilz da aufgegessen ist. Ja, und ansonsten haben wir definitiv die Feuerpfeile. Die müsste man natürlich noch aktivieren. Trophäen eingesteckt und sehr viel mehr ist nicht passiert. Haben wir hier vielleicht noch... Schade, kein Bienennest mehr. Oder Bienenstock, besser gesagt. So, da vorne müssen wir es dann gleich drauflegen. Müssen halt bloß wirklich mal kurz warten. Weil so ist es mir dann doch zu wenig Leben. Haben wir was? Nö. Ja, und wenn wir den dann besiegt haben... Gott, hat mich dieser Kopf gerade erschreckt. Könnt ihr ja mal schnell lesen. Jage seine Nachkommen. Ist das der gleiche... Nee, ist nicht der gleiche Platz wie... Ach, ich bin doof. Wir sind bei Eiktür. Mache ich denn? War dasselbe Symbol? Entschuldigung, wir müssen noch viel, viel weiter. Ich wollte schon sagen, es kommt mir noch bekannt vor mit Jage seine Nachkommen. Und warum ist da ein Hirsch? Dann laufen wir halt noch ein ganzes Stückchen weiter. Ja, ist doch gut. Ich möchte euch nichts. Hier haben wir auch noch ein ganz paar Hütten. Hey, das sieht sogar echt witzig aus hier. Soll man überlegen, ob man hier weiterbaut. Ich will bloß noch mal ganz schnell gucken. Guckt mal, eine Fackel und sowas. Das muss alles unbedingt noch mit. Ich will bloß gucken, ob wir noch einen Bienenstock finden, weil ich hätte wirklich ganz gerne noch ein paar mehr davon an unserer Hütte hängen. Guck mal, die haben auch eine kleine Schweinezucht hier. Aber irgendwie sieht mir das hier alles nicht so nach. Nach Bienenstock aus. Na gut, wir machen weiter.
lange hält denn dieser Pilz? Wahnsinn. Sonst musst du mal andauernd was nachlegen und wenn du einmal drauf wartest... Gut, den nächsten Schwanz, den tauschen wir auch aus. Also werden wir das, das und das, also die drei Sachen, werden wir futtern. Dann sollten wir eigentlich ganz gut unterwegs sein. Ich habe jetzt einfach mal wieder Feuerpfeile gebaut, weil ich denke, das wird schon das Effektivste sein. Guck mal, hier haben wir nochmal Blaubeeren. Da wollte ich nochmal eben gucken, was die machen. 15 Gesundheit, also ungefähr dasselbe wie der Pilz. Aber bei weitem nicht das Beste, was wir haben können. Was ist denn da drüben? Skelett kämpft mit... Wir sind im Dunkelwald, ne? Wir sind ja Skelette, das heißt, hier wird wahrscheinlich auch ein Dungeon sein. Ich würde mir das mal kurz markieren. Eventuell Dungeon. Hey, wir kommen ins kalte Gebiet. Das habe ich schon mal in einem Video gesehen. Aber ich wusste nicht, dass das schon... so nah an uns dran ist. Ah, da fangen wir natürlich schnell an zu frieren. Oh, ach du Scheiße, nein, ja, ihr habt mich gesehen. Ich wusste nicht, dass wir in den dunklen Wald müssen, um den Uralten zu finden. Ich hatte die Hoffnung, dass das im Grasland ist. Müssen wir halt mal gucken, ob die uns verfolgen. Wie weit haben wir es denn noch? Wir müssen hier runter. Und ein Troll. Natürlich. Dann nehmen wir wieder die normalen Pfeile. Ich möchte jetzt keine Feuerpfeile verschwenden. Jetzt haben wir natürlich alles an Trollrüstung. Jetzt ist er gar nicht mal mehr so interessant für mich. Ah, zumindest kommt er nicht mit einer kompletten Grauzwergenarmee daher. Ist verdammt nah. Wir hauen uns jetzt einfach mal einen Honig rein. Dann sieht das mit der Ausdauer doch auch gleich nochmal eine Nummer schöner aus. Ich würde ihn gerne mal mit dem Schwert schlagen, aber wir können halt absolut nicht auf Nahkampf gehen. Da haben wir schon mal gesehen, was bei rausgekommen ist. Ach, die Ausdauer. Drei Kreuze, wenn wir mal Met und so ein Zeug brauen können. So irgendwas, was die Ausdauer pusht. Das ist bis jetzt wirklich das größte Problem. Ui, das war knapp. Ja. Hey, hier ist ja sogar Kupfer. Ach, ich müsste mir das alles auf der Karte markieren, aber bin ich gerade zu faul für. Bloß der Troll nervt mich auch. Ach, und ich sag noch, er kommt mal ohne Grauzwerge. Ist klar. Na gut, dann schaffen wir es vielleicht sogar doch noch die Eiktür, den Eiktür-Skill wieder zu kriegen, bevor wir beim Uralten sind. Na, ja, jetzt haben wir noch gleich. Ah, jetzt haben wir den Grauzwerg getroffen. Verdammt. Und da war er weg. Sehr gut. Dann können wir ihn hier nochmal blocken. Komm, greif doch an. Willst du nicht? Und das Schwert zerrt halt so gut rein. Ey, das freut mich. So, da haben wir es. Wir haben wieder ein bisschen Trollleder bekommen. Mal schauen, ob das noch für was anderes nützlich sein wird. Wir uns später vielleicht noch Handschuhe oder so basteln können. Sind wir hier ein bisschen abgedriftet. Da unten sieht es auch sehr interessant aus, aber keine Zeit jetzt dafür. Wir haben 89 Leben in der Kombination. Das ist an sich okay. Es würde natürlich mit Fleisch mehr gehen, aber wir haben halt durch den Honig... so eine gute Gesundheitsregeneration, dass mir das, glaube ich, mehr wert ist. Als ein paar Leben mehr. So, wo hat er sich denn versteckt, Mensch? Ach, jetzt sag nicht noch hier drüben auf der anderen Seite. Na super. Wie sollte es anders sein? Wie weit sind wir denn schon in der Folge? 9 Minuten. Na gut, das sollten wir ja noch hinkriegen. Ich habe halt extra schon alles vorbereitet, dass wir nicht die halbe Folge damit verschwenden, erstmal in Truhen zu suchen und Pfeile herzustellen. Sondern ich wollte halt direkt mit euch los
Drei auf einmal. Ich hoffe mal, dass ich jetzt auch die richtigen Trophäen einstecken habe. Wäre natürlich sehr ärgerlich, wenn nicht. Dann sind wir einmal umsonst hierher gerannt. Oh, hier ist überall Zinn. Ach, das würde ich so gerne abbauen, aber ich habe die Geweihspitzhacke weggepackt. Wir haben schon wieder ein komplett volles Inventar. Macht sich immer gut, wenn er dann wahrscheinlich auch noch was fallen lässt. So, wo haben wir es denn? Gleich hier oben. 2 Minuten noch. Aber warten werde ich jetzt definitiv nicht mehr. Da hinten. Das sieht mir doch danach aus. Mal gucken, was wir für Trophäen brauchen. Ob Hugin vielleicht nochmal vorbeikommt. Hallo sagt. Ach, verdammt. Vielleicht treffen wir noch. Ah, war knapp. Entscheide dich. Antäuschen hier rechts, links. Egal. Honig ist fast leer. Hauen wir direkt nach. Komm, steig. ...74 ist gerade eigentlich bis jetzt, okay. So, uralte Schüssel, Gegenstand verbrennen. Wir lesen mal den Runenstein. Verbrenne ihren Nachwuchs. Ja, was ist denn für Nachwuchs? Keine Lust jetzt irgendwelche Trophäen zu verbrennen. Die am Ende gar nichts bringen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Hatte die Hoffnung, uns gibt irgendwas noch einen Hinweis. Aber das da oben sieht halt auch null nach Tier aus. Was wäre denn sinnvoll? Eine Wildschwein-Trophäe. Wir haben genug davon. Wo er halt auch nicht aussieht wie ein Wildschwein, aber. Hier. 7. Nichts passiert. Okay. Also ist es schon mal nicht das Richtige. Aber er wirft es auch nicht weg. Nichts passiert. Skelett glaube ich fast nicht. Nichts passiert und das war's dann auch. Geil. Huch, falsche Taste, Entschuldigung. Was haben wir hier? Wir haben noch Grauzwergen, Berserker, aber glaube ich nicht. Nee. Super, okay, wir haben nicht die richtigen Trophäen dabei. Ja. Dann war der Weg hier einmal umsonst. Ich weiß nicht genau, was wir für welche brauchen. Da muss ich nochmal nachgucken. Ich dachte halt, Wildschwein würde vielleicht Sinn ergeben. Klar sieht der Typ jetzt nicht aus wie ein Wildschwein. Aber es sind ja zumindest die ersten Tiere, die man so trifft. Hirsch und Wildschwein. Aber da habe ich mich wohl leider geirrt. Tut mir leid. Was will man machen? Ah, dafür wissen wir jetzt, dass hier hinten eine ganze Menge an Zinn und Kupfer ist. Und dass wir uns das auf jeden Fall demnächst mal hier etwas genauer anschauen. Okay, dann gehen wir halt wieder zurück. Wir gucken mal, vielleicht treffen wir noch ein paar Leute zum Töten. Na, da sind sie doch schon. Hallo. Ach, das Schwert ist so geil. So schnell, wie der zuschlägt. Ach, keine Ausdauer mehr. Zumindest sind wir jetzt schon mal gut vorbereitet. Also wieder zurück. Dann schauen wir mal, was unsere Wildschweine so Schönes machen. Eventuell haben wir das zweite ja jetzt zahm, dass wir die in ein gleiches Gehege lassen können. Und die mal ein bisschen Bumsi-Bumsi machen. Die Ausdauer ist schon wieder ganz schön im Eimer. So, dann lassen wir jetzt diesmal das Dings weg. Den Honig. Der ist mir immer noch zu wertvoll. Hat uns, oder mir zumindest, zu lange gedauert, bis wir den wirklich mal hatten. So, sind wir denn richtig? Wir müssen jetzt hier wieder einmal rum. Hier unten ist es zu Hause, also der Weg hier. Bin mal gespannt, was noch so für Essen kommen wird. Mit dem man dann halt vor allem noch mehr Leben hat. Weil ich habe da tatsächlich auch schon in Videos gesehen, ich glaube 200 oder so hatten schon einige. Ich weiß nicht, ob das das Maximum ist. Mal gespannt, was man dafür machen muss. Was haben wir denn hier?
Sieht auf jeden Fall... Oh, Skelette. Ey, ich hab doch geblockt, du Schwein. Jetzt habe ich aber auch ein Schwert. Jetzt könnt ihr euch mal. Noch ein Fragmente. Hier gibt's leider nie was, ne? Die haben nie Truhen oder so. Leider immer nur so kleine Hütten. Schade. Und die nächsten Skelette. Na, war ich aber noch einen Kilometer entfernt. Ich glaube, der hat einen gesoffen. Ah, hier haben wir tatsächlich einen Dungeon. Problem ist, unser Inventar ist voll. Boah, sag mal. Die Frage, trauen wir uns rein? Ist halt ein bisschen schade jetzt mit dem Inventar. Ich wüsste nicht, was wir wegwerfen können. Die Trophäen auf jeden Fall nicht. Na gut, die Blaubeeren-Harz, das könnten wir schon wegschmeißen. Die Augen brauchen wir nicht, Harz brauchen wir nicht. Blaubeeren sind besser als Pilze. Pilze brauchen wir aber für Dings. Das eine Fleisch könnten wir noch wegschmeißen. Naja, wir trauen uns mal rein, ne? Eventuell Dungeon. Guckt, ich war sehr nah dran. Dungeon. Dann gucken wir mal. Ein bisschen was können wir ja definitiv noch gebrauchen aus den Dungeons. Gelben Pilze sind auf jeden Fall ganz gut. Der scheint groß zu sein. Hab auch eine Fackel, die kann ich euch anmachen. Hier ist nichts weiter. Ah, ich bleib die ganze Zeit an den Stein hängen. Gibt's doch nicht. Okay, damit ist der erste Gang schon erledigt. Da hinten brennt ein Feuer. Hier geht's auch nicht weiter. Und hier auch nicht. Also ist es bloß noch der eine Raum. Nehmt's mir nicht übel, aber da mache ich euch die Fackel mal aus. Weil wenn hier ein Feuer brennt... Ah ne, ist bloß eine Fackel. Einerseits seht ihr dadurch was und andererseits hätte ich vermutet, dass dann hier die Skelette kommen. Hier sind sie. War nur eins. Ah, wir haben hier wieder einen Spawner. Gott. Weiß nicht, ob man die... Ah, ich habe ihn kaputt gemacht. Also man kann die sogar zerstören. Das war bloß ein Schlag, ja. Finde es jetzt nicht schlecht, dass wir die anderen haben überleben lassen, weil so können wir früher oder später mal Knochenfragmente farmen. Wenn wir das überhaupt benötigen. Ich weiß es nicht, aber... Gut zu wissen, dass man die auf jeden Fall auch kaputt machen kann. So, Münzen haben wir noch. Federn. Schön, habe ich vorhin erst weggeworfen. Bernsteinperle. Also Bernstein hat man schon, aber Bernsteinperle. Einfach nur wertvoll. Ist dann alles was für den Händler. Was hing hier noch? Geiles Schild, oder? Warum darf ich das nicht mitnehmen? Oh, und ich glaube, das war's, ne? Jo. War doch recht übersichtlich. War gar nicht so schlimm. Dann können wir mal gucken, was wir von unserem Zeug wieder einsammeln können. Naja, ein bisschen was zumindest. Und dann wieder auf nach Hause. Brauchen doch mal eine andere Kombination. Also, ich glaube mit dem... Was hatten wir denn davor? Wir hatten doch eigentlich immer Pilz, Nixenschwanz und normales Fleisch, ne? Aber da hatten wir doch definitiv mehr Ausdauer. Da liegt es jetzt nur daran, dass wir nicht ausgeruht sind. Ah, jetzt. Okay. Hat nur einfach nachgelassen. Und der gelbe Pilz ist vielleicht auch noch besser. Die Ausdauerwerte muss ich mir nochmal genauer anschauen. Find's cool, wie das Bronzeschwert so teilweise so funkelt. Denkt man fast, man hat ein Flammenschwert. So, die Schweinis können wir in Ruhe lassen. Wir machen uns jetzt wirklich erstmal nach Hause.
Ich würde hier an der Stelle erstmal ein Folgenende machen. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich hatte gehofft, eine Trophäe passt. Ich werde mich jetzt nochmal ein bisschen belesen, was da nun genau gebraucht wird. Und werde die nächste Folge dann einfach zu Hause starten, dass wir uns hier den ganzen Heimweg nicht mehr antun müssen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen. Macht's gut.